Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Hitman 2. Wir werden aber dadurch, dass ich das vorigen Teil nicht gespielt habe, beziehungsweise nicht installiert habe, ich wollte eigentlich den 2er gleich mal beginnen, werden wir den 1er Teil gleich mit nachholen und steigen auch wieder ein. Gehen dann mit Showstopper in Paris. Ahnung. Zuerst die Einsatzbesprechung zuerst. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis. Beautiful and brilliant, she is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Gut, wir kennen uns jetzt unsere Ziele. Heißt das Planen? Habe ich da irgendwas anderes? Chrome IC? Ja, Black Lily. Klavierseiten. Kopfhörer. Basehaken. Da bin ich die Kopfhörer. Und Teppich. Das werden wir starten. Anzug. Wir werden den Smoking machen, das einmal auf Standard. Das Smuggelobjekt. Vertrieb. Okay. Ja, dann beginnen wir mal, ne? So, Viktor Novikov und Dalia Margolis. Das sind unsere Hauptziele. Beziehungsweise Dalia ist eigentlich unser tatsächliches Ziel, wenn man es genau nimmt. Welcome to Paris 47. Wurde es uns gesagt. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Hier unsere... Gegner. Jemand? Da ist die letztes Mal, ich gehe mal nach hinten. Heck ist das? Max Decker of the Russian FSB. I don't know. Some Cold War dinosaur. Must be pretty important for Novikov to take time out during the show.
check out the place. Was? Okay. Wir haben was belauscht. Das die andere Seite. Leute. Leute, war nicht hier. Das heißt, wir müssen rein. Welcome, sir. Enjoy the show. Thanks. That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. Make sure to join Dahlia and I for a drink later. There's someone we'd like you to meet. Now, hold on. Just what? Okay. Wir sind im zweiten Stock, glaube ich. Okay. Nice. Well, I don't know. They're so thin looking. Kann ich hier durch ohne? Sorry, sir, we're upping our security measures, so you can't come through here. Okay. Go back the other way. Bar. Ich hatte die Frage, ob da jetzt da wirklich. Kann ich da nach hinten oben ist? Gut. Sehr gut. Giften. Dann brauchen wir nicht. Wir auch nicht. What the hell is a bare knuckle boxer? What? The Sanguine boss, Novikov. Asked if I could make him one. Oh, that. Yeah, shit. I forgot. It's a cocktail. His favorite, apparently. Palace owner Mr. Laren left us the recipe, but I think I left it down in the basement. I'm gonna copy it out and laminate it, but... who cares? Booze is booze, right? Nah, I shouldn't really go on for it. Man pays our wages. Okay. Then drink. Yep. Muss ich leider passen. Nicht rein. If you could show me the invite, please. Sir, this is off limits. Good. Sorry. That's the way out. Sorry. Gut, mal sehen. Hübscher Garten übrigens. Ich denke, was machen. Kann ich mich nur wieder hinter der Bar verstecken, da wahrscheinlich. Hate to be impolite, but you maybe Echo. Not be here right now. Have fun. Sorry, sir, could you leave us alone? Well, we could hardly predict the pileup on the freeway. That was about mine. Okay, fine. Okay, hey buddy, look, I'm sorry. This area's closed. Glad we speak the same language, sir. Sorry. Job so much easier. Okay, wir müssen da irgendwie noch an diesen
das Ding bekommen. Novikov is meeting Max Decker, a senior agent in the Russian FSB. Small world. The FSB has been mounting a criminal case against Novikov, but Decker's boss, FSB section chief Nikolai Kamarov, committed suicide only last night. Or perhaps not. Either way, this could be a chance to catch Novikov away from the spotlight. Hmm, okay. Ein ziemlich exotischer, heißt nicht Experte. Laut der Personals ist Viktor Novikov Lieblingskritiker für vergleichsweise unbekannter Cocktail namens Bärnackel. Es hat jemand sein Rezept von Keller vergessen. Wäre doch eine Möglichkeit, sich bei Novikov. So, danke. Ich muss jetzt dann mal, ne? Ja, dahin. Wir laufen mal dorthin. Ich hoffe, dass jetzt da noch ausgeht gut. Kann sein, dass sich ja natürlich zeitmäßig hier nicht mehr ausgeht. Dann müssen wir mal ausprobieren. Sorry, geht durch. Mal schauen, wie der seinen Weg hat. Einen Hammer! Nehmen wir uns doch. Oh shit.
Okay. Shit. Shitty bitty. Ist kein Problem, ey. Die Frage. Wenn ich die Waffe geklaut. Jagen sonst. Aus dem seine Kleidung holen. Auf. Schauen, dass man bei mir hat. Das hinlegen, kaputt. Ja, ja. Wieder warten, bis das der Typ da vorbeikommt. Und schnell zuschlagen. Das ist schnell. Meter, ich glaube, jetzt ist er gleich wieder um. Ja, als Leibwächter uns verkleiden und dann geht's ab rein, ne? Komm. Klappen. Wo ist die B-Taste? Sehr schön. B. Das schön geschafft. Nein, wir werden den fertigen. Wenn es ein bisschen besser durch die Gegend beachten. Ganz unauffällig werden wir hier über die Mauer gehen und Zeit sparen. Sorry Leute. Wenn wir mit Decker sprechen, den Enddecker. Mr. Decker, Mr. Novikov will see you now. I will escort you to the rendezvous point. Ah, great. Thank you. Lead the way. Pavillon. Anderen Seite, ich hoffe, dass das jetzt da auch von innen jetzt aus funktioniert. Schauen wir mal. Anleitung damit. Ich erwarte in der Lounge-Bereich bisher. Okay. Die andere Seite hin.
eh noch nach. Ich so. Oh, Umkleide, sehr schön. Wollen wir nicht so da rein können? Wir müssen so gut. Hey, how you doing? Thanks, fine. Voldemort. Sehr schön. Okay. Oh, man, kann ich das? So, wir müssen da durch, junger Herr. Haben wir es auch geschafft, ne? Ball. Kommst du? Hier raus. Dort werden wir warten. Upp, komm. Was? Lang, bis der daherkommt. Escorting Max Decker. Mr. Novikov's order. He's been expecting you. Go ahead. Glück schaut dir aus wie ich. Okay. Novikov is about to meet with Decker, and you have a front row seat. He's coming. Our parking doesn't expire. So I gotta ask. Yeah. Sehr gut. Is that your handiwork? Look at these hands. I'm a bureaucrat, Carson. I don't go around staging perfect suicides. No, I dare say young Kamarov got a taste of Viktor Novikov. Und bis der eintrifft, sage ich auf jeden Fall mal Danke fürs Zusehen, Leute. Wir machen dann gleich sofort weiter, sobald es weitergeht, ja? Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.